Wayne Toplane spielen wie ein Master Elo Spieler. Ja, als wäre ADTF Toplane noch nicht toll genug gewesen, gucken wir uns jetzt auch noch Wayne Toplane an. Ein ebenso sehr intelligenter und smarter Toplane-Pick, würde ich sagen. Wir können mal das kürzere Game nehmen. Der absolute Stomp, der Super Snowball. So, gegen wen hat er denn gespielt? Gegen Camille, okay, alles klar. Runen könnt ihr euch wieder so nachbauen, wenn ihr diesen ganz tollen Pick spielen wollt. Wayne Toplane, man muss es einfach lieben. Man muss es einfach lieben, gerade gegen Camille, die da ihren einen Jump hat. Okay, noch eine Ulti, ja, aber wenn das alles fehlt, da dann an Wayne Top ranzukommen, an diesen Ranged Toplaner, das könnte sich als ein schwieriges Unterfangen erweisen. Naja, schauen wir mal. Der Kalio-Skin ist ja geil. Strong. So. Okay, ich würde sagen, wir machen mal noch hier das Scoreboard kurz auf. Ja, Leute, was soll man zu Ranged Toplanern sagen? Kein Bruiser möchte dagegen spielen. Ich frage mich auch, warum Raito die so stark macht. Habe ich ja schon bei ADTF erklärt. Range Toplaner haben zurzeit die höchste Winrate. Wayne Top, TF Top, Akshan, Teemo komischerweise nicht, aber die drei auf jeden Fall. Und da frage ich mich wirklich, warum? Warum balancen die Toplane so? Also die müssen doch verstehen, guck mal, League, wie lange gibt's League? Weiß ich nicht, 10 Jahre plus wahrscheinlich. Sicherlich. Ja. 15 Jahre oder so dieses Spiel. Ja. Und die müssen doch in den 15 Jahren, Pi mal Daumen gerechnet, verstanden haben, dass kein Toplaner gegen Range Toplaner spielen will. Seitdem Freak im Balancing Team ist, geht da alles drunter und drüber. Also ich finde nicht, dass ADTF, Wayne und Akshan die höchste Winrate auf der Toplane haben sollten. Finde ich, sollte so nicht sein. Wenn die meisten Leute einfach nur Bruiser gegen Bruiser oder Tank gegen Tank spielen wollen. Ja. Naja, gut. So, Wayne ist natürlich ein scalender ADC, aber kann wegen ihrem smarten Design auch schon im Early Game ganz schön nervig sein, denn ihr kennt ja das Prinzip, ihr macht drei Auto-Attacks, durch die W macht ihr dann extra Damage, prozentual Max Leben. Wobei, eine Sache muss man sagen, das haben die gefühlt ein bisschen abgeschwächt, das war schon mal schlimmer mit diesem Max Damage. Ich muss das mal kurz durchlesen. 7% Health, Max Health, True Damage. Ich bin gerade am Überlegen, ist es dann immer der gleiche Wert? Max Health. Ja, das ist immer derselbe Wert. Das geht um die maximale Lebenspunkte und davon dann 7%. Und rein mathematisch, wie ihr sehen könnt, besiegt ihr dann durch Autotext irgendwann euren Gegner, wenn der nicht an euch rankommt. Das war jetzt kein Outplay, sondern der hat einfach nur Autotext gedrückt. Wobei Camille hat noch Ignite gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so den Unterschied gemacht hätte. Aber naja, komm Camille, oh nice. Ja, da kann man doch nur für den Bruiser rooten. Ist Camille eigentlich ein Bruiser oder ein Fighter-Champion? Ich glaube eher so Fighter-mäßig. Naja. Ist auch nicht so wichtig. Es gibt natürlich auch Counterplay für diese ganzen Range-Toplaner. Die zu campen zum Beispiel. Nur ist das Problem, dass du als Jungle in der neuen Season sehr viel zu tun hast. Void Grubs, Drakes, deine Botlane heult die ganze Zeit nach Ganks, deine Midlane will, dass du die Wave fixst, ja. Als Jungle hast du wirklich viel zu tun, das kann ich dir als Jungle-Man sagen. Ja. Und deswegen ist Ranged Top so problematisch, weil theoretisch brauchen die halt viel Aufmerksamkeit, um die zu campen. Aber du kannst in den meisten Games nicht als Jungler einfach sagen, ich camp jetzt Toplane die ganze Zeit. Weil selbst wenn so ein Bruiser 3 Kills mehr hat oder so, gegen den Ranged Toplaner, ja. Der kann meistens nicht solo carryen. Während wenn du eine Botlane campst, sowas wie Draven oder die neue Edition Smolder natürlich, dann können die carryen. Ja. Während Toplaner, manchmal gibst du den 3 Kills und er verliert dann trotzdem gegen Wayne Top und denkst dir, huh, okay. So, was können wir denn noch von Wayne erklären? Mit dem E könnt ihr Leute in die Wand rammen, um die zu stunnen. Aber ihr könnt die auch so ein bisschen wegshooten, um einem Gank auszuweichen. Kann man auch machen. Mit der Ulti kriegt ihr Movement Speed, extra Damage. Und wenn ihr tumbelt, werdet ihr dann auch getarnt, wenn die Ulti aktiv ist. Und mit dem Q könnt ihr halt tumblen, also diese Rolle machen, was dann noch extra AD
So ein bisschen mal. Oder hätte er maybe engaging? Achso, er hatte keine Ulti. Ne, dann natürlich nicht. In dem Fall dann natürlich eher nicht, haha. Ja, Leute, so ist das. Also, Wayne Toplane, man muss es lieben. Man liebt diesen Pick einfach. Sehr toll, sehr toll. Oh Mann, ey. Also, ich muss sagen, seitdem Freak im Balancing Team ist, läuft Lee ganz toll, wirklich. Also, man kann sich gar nicht besser vorstellen. Man kann sich gar nicht besser vorstellen, tatsächlich. Naja, Wayne Toplane, there you go. Ihr dürft aber jetzt nicht denken, nur weil der hier so am Smurfen ist, dass es bei euren Games auch so sein wird. Denn wie bereits gesagt, wenn ihr jetzt so ein Bronze-Silber spielt, da kann es natürlich sein, dass ihr harten Camp wählt auf der Toplane. Je higher eure Elo, desto weniger spielen eigentlich Leute um Toplane. Also zumindest eher selten. Ja. Gut, hier hat sich der Jungler mal erbarmt, mal hinzukommen. Minute 10 immerhin, ja. Wobei, to be fair, Nocturne kann, also Vayne kann ja Nocturne ohne Ulti kiten. Da macht schon Sinn, dass er jetzt erst mit der Ulti dahin geflogen ist. Ja. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass es so der Nocturne-Fehler war. Ja. Ich sag nur, wenn ihr jetzt so Silber-Elo seid, was durchschnittlich ja die meisten sind, die dieses Video hier sehen, ja, da kann es sein, dass ihr dann hart gekämpft werdet von, weiß ich nicht, irgendeinem Zack oder so, der euch die ganze Zeit gankt. Und das ist dann nervig. Mal angenommen, ihr spielt 3 Games Wayne Toplane, 2 werdet ihr nicht gecampt, 1 werdet ihr gecampt und die 2 anderen gewinnt ihr dann, wen juckt's. Ja. Da würde ich da nicht rumflamen oder heulen, ja, warum campst du Top, bla bla bla. Also es ist logisch, wenn ihr Range Toplane pingt, ist halt eine Countermaßnahme, euch zu campen. Logischerweise. Ja. Heißt nicht, dass es immer die richtige Idee ist, weil League ist ja viel Decision Making, League ist ja jedes Game zu evaluieren, was ist das Beste, was man in der Situation machen kann. Ja. Und Camp Wayne Toplane mag in Silber Elo die Win Condition sein. Aber muss es auch nicht immer in jeder Elo sein. Ne? Da müsst ihr dann aufpassen. Ja. Sein Team zerstört Camille, wenn er es manchmal. Und Kragens, passt natürlich gut, weil es auch den extra Damage nach 3 Autodecks macht. Also an Türmen jetzt nicht, aber halt an Champions und so. Deswegen geht ihr Krankenslayer Rageblade meistens. Und dann, je nachdem, was man noch so schöne Items kaufen kann. Einem. Da gibt es ja noch weitere Optionen an tollen Items. Oh, in die Wand gerammt und... besiegt. Strong. Was ist das für ein komischer Rico eigentlich? Wild. Federn sammeln, klar. Was machen die eigentlich? Ich glaube, die geben Ability Haste so ein bisschen. Macht aber gefühlt keinen Unterschied, deswegen sammelt die keinen. Wenn die nicht gerade eh schon auf dem Weg liegen. So, wir haben jetzt Minute 15 Rageblade und Krakenslayer. Was Wayne zu einer extraordinären Duellantin macht. Okay, der Solot Harold mit Lilia zusammen gesolot. Das war ein ziemlich schneller Harold, muss man schon sagen. Und auch Baron kann man mit Wayne ziemlich schnell erledigen, tatsächlich. Wegen dem prozentualen Max Damage Zeug halt. Camille hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Da steht AFK. Fragezeichen, Ping. Ja, was ist da los, Camille? Was macht doch so viel Spaß gegen Range Toplaner, hä? Was macht der denn? Was ist denn sein Problem? Ich meine, der Auto-Attack. Er kassiert die Auto-Attack. Oh, ein Roam, ein Kill. Was für ein gutes Play. Ah, oh, er kann einfach pushen. Ah, oh, klar. Galio Ult verschwendet. Oh, die haben zu viel investiert, um diese Wayne zu fangen und nichts hat geworkt. Und er kommt auch noch raus, eine Frechheit. Also, die Minuten da eben waren die größte Frechheit, die ich in League of Legends je gesehen habe. Das war ja der größte BS-Nonsense. Was soll man dagegen machen?
Die hatten die Gaio-Ulti verschwendet. Nicht mal Sivir hat da den Kill geholt. Die haben nicht surrendered? Warum portet der back? Ach so, der brauchte ein bisschen Gold für sein Alter. Okay. Wobei, die sind gar nicht so viel Gold ahead. Die sind nur 2000 Gold ahead. Das ist komisch. Das wirkt wie so ein Storm. Aber was sage ich gerade? Hä? Tatsächlich carried diese Wayne das Game, fällt mir gerade auf. Also so solo-mäßig. Ja. Wild. Stimmt, sein Team kassiert übertrieben hart. Der carried das tatsächlich allein. Ja, nee, jetzt kommen sie zurück. Und Wayne flank. Auto-Attack. Q-Dodge. Achso, und mit der passiven One Wayne kriegt ihr mehr Movement Speed, wenn ihr ein Ziel verfolgt, also ein Champion verfolgt. Und mit der Ulti ist es dann auch mal dreimal so. Das ist auch mega toll. Wayne, also man muss diesen genialen Champion einfach lieben, Leute, oder? Also oh, Nocturne. Ey, das war ein ziemlich guter Engage von Team Rot. Ich dachte, das wäre ein Info, so Nock da reinfliegt, aber war es gar nicht. Oh, diese Kiting-Momente. Achso, Kiting müsst ihr natürlich können mit Wayne. Falls ihr das nicht könnt, gibt es extra Tutorials zu. Da gibt es so ein paar Einstellungen in League of Legends, die man ändern kann, um das Kiting zu optimieren. Könnte tatsächlich eine gute Idee sein. Ist halt immer die Frage. Wobei mit Wayne, obwohl, also ihr glaubt es vielleicht nicht, aber mit Wayne könnt ihr teilweise auch einfach rumstehen im Teamfight, wie so ein Bot AFK stehen. Wenn ihr so gefeedet seid, macht ihr trotzdem genug Damage. Also cool. Ihr könnt zum Beispiel dann noch Q drücken, ein bisschen hin und her rollen, aber klar ist es jetzt wichtig, kiten zu können, aber wenn ihr so gefeedet schon seid, könnt ihr manchmal auch einfach nur stehen, Auto-Decken, so, ist auch witzig. Der outplayt die wieder 2v1, Alter. Boah, ich krieg die Krise, Alter. Solo Quadra Kill, das muss ich in den Titel schreiben. Solo Quadra Kill ist schon wirklich wild. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich überhaupt meinen Solo Quadra Kill in den Videos aufgenommen habe. Und ich habe viele League-Videos aufgenommen, sehr viele, oh ja, ja. An den Solo Quadra Kill kann ich mich nicht erinnern. Das war ja wirklich 1 gegen 4 und ein Champion hat 4 alleine gekillt. What? Und lebt dann immer noch. Junge. What? Ja, Leute, Wayne ist ein sehr schöner Champion. Viel Spaß beim Wayne-Spielen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Ciao.